The Gang von Cosmos ist ein kooperatives Pokerspiel für 3 bis 6 Personen mit einer Spieldauer von ungefähr 20 Minuten. Im Spiel enthalten sind zunächst mal 52 Spielkarten, also ganz normale Pokerkarten, sowie Tresor, Alarm, Challenge und Spezialistenkarten sowie Übersichtskarten und 4x6 Chips. Zunächst wird hier das Grundspiel erklärt. Die Challenge- und Spezialistenkarten werden hierfür nicht benötigt. Diese finden erst für fortgeschrittene Spieler ihren Einsatz. Die 3 Alarm- und die 3 Tresorkarten werden mit der grauen Seite nach oben am Rand der Spielfläche gelegt. Jeder Spieler nimmt sich je eine Übersichtskarte Spielablauf und eine Übersichtskarte Ränge der Kartenkombinationen zu sich. Danach werden alle Chips aussortiert, die eine höhere Anzahl an Sternen zeigen, als Personen am Spiel teilnehmen. Bei 4 Spielern werden also nur die Chips mit den Sternen 1 bis 4 verwendet. Diese finden dann ebenfalls ihren Platz am Spielrand, mit der hellen Seite nach oben. Eine Partie Gang besteht aus 3 bis 5 Überfällen. Jeder dieser Überfälle besteht aus 4 Runden und dem Showdown. Am Ende eines Überfalls wird überprüft, ob man erfolgreich war oder nicht. Wenn den Spielern 3 Überfälle gelingen, haben sie gemeinsam gewonnen. Scheitern die Spieler allerdings 3-mal, so verlieren die Spieler gemeinsam. Der Gang wird zwar kooperativ gespielt, allerdings ist es nicht erlaubt, den Mitspielern zu zeigen, zu sagen oder anzudeuten, welche Karten man besitzt. Wir wissen nun also, dass ein Überfall aus 4 Runden und dem Showdown besteht. Runde 1. Zunächst einmal werden die Spielkarten sehr gut durchmischt und jedem Spieler 2 Stück davon verdeckt ausgeteilt. Das sind nun die persönlichen Handkarten der Spieler. Diese kann man sich selbst jederzeit ansehen. Die restlichen Karten werden als verdeckter Stapel in der Tischmitte platziert. Hier daneben muss Platz für 5 weitere Karten gelassen werden. Im nächsten Schritt werden die weißen Chips in die Tischmitte gelegt. Diese zeigen eine aufsteigende Zahl an Sternen an. Die Chips sind eine Art Kommunikationsmittel, um den anderen mitzuteilen, wie stark man die eigene Kartenkombination im Vergleich zu den anderen einschätzt. Nimmt man sich in einer Runde also den Chip mit den meisten Sternen darauf, signalisiert man dadurch, dass man vermutet, die stärkste Kartenkombination zu haben. Bei der Gang gibt es keine bestimmten Spielzüge. Alle Spieler spielen gleichzeitig. Allerdings sind hier natürlich ein paar Regeln zu befolgen. Ein Spieler darf jederzeit einen beliebigen Chip der aktuellen Runde nehmen und ihn vor sich platzieren. Dies darf ein Chip aus der Tischmitte, aber auch ein Chip eines Mitspielers sein. Außerdem darf man niemals mehr als einen Chip derselben Farbe vor sich liegen haben. Außerdem ist es erlaubt, einen Chip wieder zurück in die Tischmitte zu legen. Bei einem anderen Spieler darf man diesen Chip allerdings nicht eigenständig ablegen. Sobald also jeder Spieler einen Chip vor sich abgelegt hat, endet Runde 1. In Runde 2 deckt einer der Spieler 3 Karten vom Stapel auf und legt diese offen in die Tischmitte. Diese werden Gemeinschaftskarten genannt. Im nächsten Schritt werden die gelben Chips in die Tischmitte gelegt. Genauso wie in der ersten Runde verfahrt man nun auch mit den gelben Chips. Die Stärke der eigenen Karten setzt sich aus den Handkarten und den Gemeinschaftskarten zusammen. Die abgelegten Chips sollten schön ordentlich in einer Reihe ausgebreitet werden, sodass für alle Spieler die Einschätzung gut sichtbar ist. Und damit endet Runde 2. Weiter geht es zur Runde 3. Ein Spieler zieht eine Karte vom Stapel und legt sie offen neben die 3 bereits ausliegenden Gemeinschaftskarten. Die orangen Chips werden in die Tischmitte gelegt und wie gewohnt zu sich genommen. Und weiter geht es zur Runde 4. Hier wird wieder eine Karte vom Stapel offen neben die 4 anderen Gemeinschaftskarten gelegt und die roten Chips in die Tischmitte gelegt und wie gewohnt verteilt. Jetzt aber kommt es zum Showdown. Entscheidend sind jetzt nur noch die Chips, die man in der 4. Runde genommen hat.
Beginnend mit dem Spieler, der den Ein-Stern-Chip vor sich liegen hat, decken die Spieler nun aufsteigend nacheinander ihre Handkarten auf und nennen hierbei ihre bestmögliche Kombination bestehend aus genau 5 Karten. Näheres dazu folgt gleich im Video. Deckt man hierbei nacheinander und fehlerfrei gleich starke oder stärker werdende Kartenkombinationen auf, so ist der Überfall geglückt. In diesem Fall dreht man eine der Tresorkarten auf die goldene Seite. Sollte allerdings jemand eine Kartenhand aufdecken, die eine schwächere Kartenkombination ergibt als eine bereits aufgedeckte Kartenhand, so hat man leider einen Fehler in der Reihenfolge der Chips begangen. Hier ist der Überfall dann gescheitert und eine Alarmkarte muss auf die rote Seite gedreht werden. Mit dem Showdown endet dann der aktuelle Überfall. Anschließend wird wieder mit Schritt 1 begonnen. Der Gang kann auf genau 2 verschiedene Arten enden. Entweder hat man es geschafft, 3 Tresore auf die goldene Seite umzudrehen, hierbei dürfte auch der Alarm aktiviert worden sein, oder man hat verloren, wenn eben 3 Alarme auf die rote Seite gedreht wurden. Es ist essentiell wichtig, die Rangfolge der Kartenkombinationen gut zu kennen. Diese ist nämlich wichtig, um sich im Verhältnis zu den anderen Spielern einschätzen zu können. Die erste Regel lautet, dass man aus den 7 verfügbaren Karten, also die 2 Handkarten und die 5 offenliegenden Gemeinschaftskarten, eine bestmögliche Kartenkombination aus genau 5 Karten legt. Die höchste Karte ist das Ass, gefolgt von König, Dame, Bube. Und dann absteigend die Zahlenwerte 10 bis 2. Die Kartenfarben sind hierbei gleichwertig. Es folgt nun eine Übersicht der verschiedenen Kartenkombinationen im Detail, also von schwach zu stark. Für fortgeschrittene Spieler gibt es dann noch die Challenge- und Spezialistenkarten. Diese werden zu Spielbeginn in 2 separaten Stapeln bereitgelegt. Immer dann, wenn ein Überfall dann erfolgreich war, wird der nächste durch eine Challenge-Karte erschwert. Hierbei haben die verschiedenen Challenge-Karten unterschiedliche Auswirkungen. Sollten die Spieler bei einem Überfall aber gescheitert sein, so wird der nächste Überfall durch eine Spezialistenkarte erleichtert. Auch hier haben die unterschiedlichen Spezialistenkarten unterschiedliche Auswirkungen. Sowohl Challenge als auch Spezialistenkarten werden nach dem aktuellen Überfall wieder aus dem Spiel genommen. Das heißt also, deren Gültigkeit verfliegt wieder.